Vielen Dank, Frau Kollegin Manner. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Bütikofer. Danke, Herr Präsident. Lieber Herr Kommissar, Herr Berichterstatter, liebe Kollegen, ich möchte mich ausdrücklich bei Herrn Gerbrandy für diesen Bericht bedanken. Die Botschaft, die von dieser Diskussion und von unserer Beschlussfassung ausgehen sollte, muss heißen, für die Öffentlichkeit, für die Wirtschaft und für die Mitgliedsländer, es gibt eine starke Kooperation zwischen der Kommission, vor allem Herrn Potocnik und diesem Parlament in Sachen Ressourceneffizienz. Ich glaube, die entscheidenden Fakten wissen wir alle längst. Wir wissen, dass Europa mehr von Ressourcenimporten abhängig ist, relativ betrachtet, als andere Regionen. Wir wissen, dass es eine große Hilfe für die wirtschaftliche Dynamik sein würde, wenn wir Ressourceneffizienz vorantreiben. Wir wissen, die Kommission hat es allen immer wieder vorgerechnet, dass wir bis zu 3 Millionen Arbeitsplätze schaffen können, wenn wir Ressourceneffizienz ernst nehmen. Der entscheidende Punkt ist, wird aus diesem Wissen handeln. Und da kommt es auf Governance an und es kommt darauf an, dass Kommission und Parlament, aber auch insbesondere die Mitgliedsländer und die Wirtschaft und andere Akteure vernünftig zusammenwirken. Und da hakt es, seien wir ehrlich. Ich weiß nicht, ob meine Liste allzu unvollständig ist, aber ich habe bis jetzt 4 Mitgliedsländer gefunden, in denen es halbwegs ernstzunehmende Ressourceneffizienzpläne gibt. Die Niederlande schon 2010, Österreich im Januar, Deutschland und jetzt zuletzt im März Großbritannien. Ein einziges Mitgliedsland, nämlich Deutschland, hat das jemals überhaupt auf Kabinettsebene erörtert. Das ist nicht gerade stark. Und die Mitgliedsländer haben sich im Umweltministerrat nicht mit Ruhm bekleckert, als sie die Vorschläge der Kommission teilweise blockiert haben. Lassen Sie uns da ehrgeizig sein und lassen Sie uns, die Botschaft will ich wiederholen, deutlich sagen, traut euch zu führen oder nehmt euch wenigstens ein Beispiel oder geht jedenfalls aus dem Weg. Vielen Dank, Herr Kollege Bütikofer. Es folgt nun für 1 Minute Frau Kollegin Yannakoudakis. Thank you. Currently, the average EU citizen generates about 6 tons of waste. This is clearly unacceptable, and I support measures to encourage more recycling and reusing. Nevertheless, we've come a